Talisman-Auswahl. Ach so, ich kann nur drei Talismane tragen. Geh natürlich zuerst mal zurück. Vielleicht ist sie am Anfang schon direkt versteckt. Vielleicht, wenn ich hochklettere. Geht nicht. Dann rennen wir in die andere Seite. Das ist eine ziemlich geile Mission jetzt. Hast du es also schon mal durchgespielt? Alles klar. Deswegen kennst du dich so aus mit dem Spiel. Das erklärt einiges. Habe ich also einen Kenner hier im Stream-Chat. Was hast du von meiner Mutter gesagt? Okay. Das nehme ich wieder mit. Hey! Okay. Dann lasse ich ihn halt draußen. Zweimal hast du schon durchgespielt. Düster hier. Kann ich Feuer nicht irgendwie mitnehmen? Oder ich klettere hoch. Geht das? Ich meine, ich muss da ja nicht unbedingt das Tor öffnen. Ich könnte theoretisch vielleicht eventuell möglicherweise auch einfach hochklettern. Das geht. Aber ich glaube, es ist dann, wenn ich da hoch kann, dann wird vermutlich etwas drin sein. Irgendetwas versteckt. Ah, natürlich. Der blaue Boden könnte eine Kugel sein, die mir Punkte gibt. Das heißt, ich setze meine Fähigkeit da mal ein. Nein. Ich guck mal oben, ob es einen Lichtschalter hat. Na, wir machen so. Ich gehe mal hoch. Also in der Finsternis da rumklettern, das macht keinen Sinn. Hallo. Und hey, ich sagte und eins. Oh. Dann halt so. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3. Immer die Beine bewegen, Jungs. Gut gemacht. Zum Glück ist es nicht so dunkel hier. Zum Glück ist es nicht so dunkel hier. Zum Glück ist es nicht so dunkel hier. Oh Gott, ich sehe nichts. Au. Lass wir warten. Ich muss nach Gefühl gehen. Mein Gefühl ist nicht so gut gerade. Das gefällt mir schon viel besser. Hier ist es hell. Ah, meine Fäuste leuchten jetzt im Dunkeln. Okay. Ein Upgrade für mich also. Also etwa so wie meine Hände. Endlich sehe ich was.
Spannende Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt wieder runter. Nein! Ob sich das Spiel lohnt? Ich finde schon. Also, ja, wenn du auf die so 2D-Spiele stehst und kämpfen, dann ganz ordentlich. Ich endlich sehen. Das ist wahrscheinlich auch Elektrizität, oder? Ja, okay. Die sehen so aus, ne? Wir haben es jetzt herausgefunden, die sind böse. Achso, hier ist auch so eins. Da können wir drüber hüpfen. Die Steuerung ist teilweise ein bisschen komisch. Gut, da fehlt nicht mehr viel und ich bin wieder tot. Maus ist tot. Okay, was ist das? R2 erzeugt mehr Licht. Freunde oder Feinde? Man sieht nach so einer Art Bienen. Bienenschwarm aus. Ja, wenn ich jetzt die Sprache könnte, dann könnte ich das einsetzen. Deswegen lohnt sich die Sprache also. Kann aber nichts klicken, natürlich. Nein! Ich will doch die Lebenspunkte. Verdammt! Da gibt ja nur einen Lebenspunkt, oh Mann. Feinde! Fuck! Nein! Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Manko gibt dann. Das ist... Oh. Nicht gut. Die sind doch ziemlich heavy. So. Ich habe nie gesehen, dass unten rechts verbleibende Feinde steht. Nein. Ich kann die wirklich nur runternetzeln. Aber fresh, das Spiel. Nein! Ich schon wieder. Warum lerne ich das nicht? Spring an die Wand, Idiot.
Ich muss mir irgendwo diese Elixiere kaufen. Das würde viel Sinn machen. Warum habe ich das Gefühl, dass ich die Wand kaputt machen kann? Hier kann ich rein. Aber ich glaube, wir haben hatten oben noch was, ne? Ja. Drei. Eins. Jetzt hier schon. Oh, weiter. Was bist du eigentlich für ein. Kann ich dich. Deuten kann ich dich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn er den Bauch aufmacht, Mann. Okay, ich nehme dich nachher separat raus, Kumpel. So, komm jetzt. Ich versuch's mal mit Blocken. Ah, die Wand kann ich später kaputt machen. Okay. Ja, ich muss in dem Moment angreifen, wenn er angreift. Wir gehen aber trotzdem nochmal runter. Obwohl, wenn ich ohnehin zurückgehe, wir gehen nachher ohnehin nochmal zurück, weil wenn die Wand kaputtbar ist, dann kriege ich hier irgendwo in der Nähe wahrscheinlich eine stärkere Faust oder so. Vermutlich das. Hallo! Aha! Sexy. Ziele mit L2 plus. Kostet Blut. Aber gut zu wissen. Ach so, ist das also. Hi! Du Spät! Hier sind auch noch Schriftzüge an den Wänden. Würde sich schon lohnen, die Sprache zu lernen? Glaube ich. Ein bisschen wie mit dem Französisch. Kann man zwischendurch mal angeben, aber ansonsten. Naja, braucht man es fast nie. Kann ich nicht. Ah, super. Du bist anstrengend. So, jetzt werde ich Ende Gelände hier. Da. Boah, du nervst! Na, noch mal einer, ganz geil. Nein! Hat das so eine schöne City! Ich muss doch irgendwie noch mal zurückkommen. Dieses Gerät sieht aus, als wäre es zum Anlocken von Wespen gedacht. Ich kann hier natürlich immer noch nichts einstellen, weil ich besagte Sprache immer noch nicht kann. Oh, das wollte ich nicht klicken. Ich habe auch keine Talismane ausgerüstet, das funktioniert irgendwie nicht so, wie ich wollte.
Nun, was jetzt? Was jetzt? Ah, das könnte vielleicht funktionieren. Nein. Die Hunde kann man auch mit den Kombos wegholen. Vielleicht die Tür hier auch oben? Ach so. Ach so. Eins. Dessen bin ich mir bewusst, dass das so aussieht, als ob es zum Anlocken von Wespen gedacht wäre. Das musst du mir nicht jedes Mal sagen. Wie bin ich hier nochmal reingekommen? Ich bin doch irgendwie hier reingekommen. Dann werde ich das aber mit der anderen Seite auch machen können, oder nicht? Ich bin gespannt, was da dann rauskommt. Ah, ich habe zu wenig Blut. Aber wir konnten das unten aufladen. Das hier, ne? Ja. Tropft es. Tropft das Blut. Ich würde aber mal definitiv sagen, ich probiere die andere Seite auch aus. Man weiß ja nie, ne? Kommt, meine Kleinen, komm zu mir. Das war nicht so das Ziel. Die gehen also kaputt, wenn sie hier durchfliegen. Ich muss auf die Wespen schießen, ja. Ich lese es jetzt auch gerade. Danke dir. Was sind für die Hinweise? Auch wenn ich es erst ein bisschen später gesehen habe. Kommt, meine Kleine. Wir gehen jetzt unten durch. Das sollte doch klappen, oder? Ja, ja, ja. Hoch, hoch, hoch. Und jetzt hier noch rein. Ah. Ah, ah, ah. Ich wusste es doch. Lass mal gucken, was hier drin ist. Der Tod. Hier kann doch noch nicht der Weg weiter sein, Mann. Oder? Hier kommen wir doch einfach noch an was anderes ran. Sieht mir aber gerade momentan ein bisschen aus wie... Oh Gott. Ich esse dich. Nichts dagegen tun. Okay. Was muss ich schon wieder machen? Richte das Wandbild. Auf der anderen Seite machen wir einfach genau das gleiche. Ich meine, so. Ich denke, dass meine Füße von mir Blut sind.
Ja, sehr schön. Ah, fuck. Nein! Kann ich sie auch einfach sein lassen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das sieht mir mehr so nach einem Zusatzversteck aus. Machen wir noch. Wir sind vier dieses Mal. Warum sind es vier dieses Mal? Trickse nur ganz wenig. Ich weiß nicht mal, ob das funktioniert. Könnte gehen. Ich habe noch nie die ganz linke Seite probiert. Mit ist nicht. Ob ich das Spiel heute Abend durchspiele? Ich vermute schon. Müsste doch theoretisch sein, dass ich das hier so machen kann. Ach so, natürlich, jetzt wird's mir klar. Das hätte ich viel früher sehen müssen. Aktivieren? So, das ist ein Portgerät. Und ich muss die Sprache dafür nicht können. Ah, so komme ich hin und her. Da muss ich den ganzen Weg nicht nochmal zurücklaufen. Das ist nützlich. Aber zuerst will ich das noch machen mit der Tür. Und zwar indem, dass ich ihr jetzt... Oh. Ja, ich wusste es doch. Ja, jetzt schreibst du es. Kletter doch hoch und stell dich auf den Balkon. Ja, Was ist das?
Wäre das geschlossen? Ah, ich. Das war ein bisschen blöde von mir. Ja, wir gehen zurück. Okay. Und jetzt sollte ich. Theoretisch sollte ich hier unten eigentlich auch noch weiter können. Weil die Tür sollte theoretisch. Die sollte ich eigentlich öffnen können. Ah, warte mal. Bevor wir durch den Portal gehen. Gibt's ja noch den. Weg hier runter. Ich wieder mit meinen ausgezeichneten Sprungkünsten. Und mühsam. Was es auch immer genau ist. Weiß nicht mal, ob ich die kaputt machen muss. So, die fügen mir einfach Schaden zu, so wie es aussieht. Endlich nicht. Ah! Ach so. Okay. Dann mache ich es aber trotzdem so, dass ich die meisten von euch kaputt mache. Das reicht schon. Und dann schnappe ich mir die Bienen, die Wespen. Die werden mir dann helfen, die Tür zu öffnen, um weiterzukommen. Ich sag's ja immer wieder, Wespen, Bienen und Hummeln und so, die müssen wir schützen, die sichern unser Überleben. Geht doch, muss ich nicht mal viel holen. Und runter. Und weiter geht's. Folgt mir meine Bienen. Meine Wespen. Sehr schön. So. Einfach weiter mir nach. Hier ist euer neues Zuhause. Viel Spaß. Skrillex, guten Abend. Ich esse dich. Vielen Dank. Auch dich esse ich. Bienen sind tolle Tiere, in der Tat. Man kann daraus Met machen. Ein sehr schmackhaftes alkoholisches Getränk. Kommt ursprünglich aus dem hohen Norden, wenn ich mich nicht irre. Wenn man Honig gären lässt, kann man daraus dann Met herstellen. Und ich trinke sehr, sehr gerne Met. Sehr, sehr schmackhaft. Ist halt süß wie Sau. Bienen sind auch toll, solange sie nicht stechen. Das ist wahr. Nochmal ein Rubin. Ja, wir sollen jetzt den bald alle haben. Met heißt auf Serbisch Honig. Interessant. Aber es wird Met geschrieben mit T, M-E-T. Also das Getränk. Jetzt habe ich verpasst, welche Tür aufgegangen ist. Die war es nicht, ne? Es war eine hier. Scheiße. Kann mir einer sagen, welche Tür aufgegangen ist? Ich habe gerade auf den Chat geguckt. Irgendeine ist auf. Überall im Schloss sind die Türen geöffnet. Demnächst machst du als Hobby Inka. Cool. Das wollte ich auch schon immer. Inka sein. Inka, also. Das ist geil.
Ich finde das geil. Und ganz ehrlich, wenn du das durchziehst, hast du meinen Respekt. Imker ist eine gute Sache. Die Bienen, dass die Bienen weiterleben können, dass die dann Pflanzen und Natur bestäuben, damit wir dann auch weiterhin die Natur genießen dürfen, so wie sie ist. Einfach runter. Hm? So. Jetzt machen wir zuerst einen ganz kurzen Abstecher hier rein. Ich glaube nämlich, dass hier nur was versteckt ist. Versteck dich, hex dich. Jetzt ist wieder irgendwas offen. Oh. Die Tür ist aber geschlossen. What the hell? What the hell? Wo jetzt hin? Ah, ich bin gerade richtig im Spiel drin. Das macht Laune so. Hallo Freunde. Ich bin euer neuer Mentor. Dich. Du bist Inka und machst mit? Oh, cool. Ich habe großen Respekt vor Inka. Ich finde das ein guter Beruf. Verkaufst du den Meter nach Deutschland und in die Schweiz und oder verkaufst du den selber über ein Label? Ah, die Tür hat es also geöffnet. Das bedeutet im Klartext, ich muss nochmal hoch, ich muss die Wespen holen. Bienen, wie nennen sie jetzt Bienen? Eigentlich heißen sie im Spiel Wespen, aber das sind jetzt für uns, sind das unsere Bienen. Die machen uns dann... Mal gucken, wenn wir dann fertig sind hier, ob wir dann Met kriegen. Nur für den Eigengebrauch. Ah, also nicht im großen Stil verkaufen. Ich glaube, das könnte ist auch dementsprechend schwierig, im größeren Stil das zu verkaufen. Wo wollte ich hin? Hier. Finde ich cool. Wenn ich jetzt bei dir eine Flasche Met bestellen würde, würdest du mir die schicken? Ich würde sie natürlich auch bezahlen. Einfach so mal provisorisch mal fragen. Mal. Nicht, dass ich das jetzt machen würde, aber vielleicht irgendeines Tages mal komme ich auf dich zu und sag so, hör zu, ich bin jetzt Alkoholiker, ich hätte gern ein bisschen Met. So, also, lassen wir die Biene uns nochmal verhauen. Und hopp. So, Jungs, anständig mitkommen. Ja, ja, die stechen uns so, ich weiß. Das ist nicht gut, ich wollte eigentlich... eins weiter. Wo habe ich bloß meinen Imker-Anzug gelassen? Ah. Die Wuzeri macht One-Hit alles. Also die ganze Seite tötet sie dann. Okay, okay. Was, die sind tot? Warum seid ihr tot? Kann ich sie vielleicht mitporten? Das wäre doch eine Idee. Vielleicht kann ich sie porten. Verschiedene Scheiße wegen der Flasche, das dachte ich mir noch. Ja, das ist natürlich blöde. Machst du mir halt ein Fass? Ja, ist gut, ich wollte nur mal fragen. Ich kann das gut verstehen, dass das ist auch mit Aufwand verbunden und so. Da habe ich total Verständnis dafür. Du wohnst sogar noch in der Schweiz. Zapalot. Bist du wahrscheinlich nicht mal weit weg von mir. Kann ich die Konsole jetzt theoretisch mit euch brauchen? Kommt, Jungs. Hier. Muss ich schneller sein? Wir probieren es nochmal in einem Schnelldurchlauf. Schneller, Jungs. Schneller.
habe den Eindruck, dass ich es wieder nicht hinkriege. Ich muss das irgendwie anders machen. Ich glaube, die überleben nicht über so eine längere, so eine lange Strecke. Ach so, es ist die Sonne, die sie tötet. Die Sonne tötet sie. Wie können wir die Sonne umgehen? Ah, natürlich. Der zweite Weg, den wir geöffnet haben, oder? Könnte es das sein? An der Stelle, wo ich fast gestorben bin. Weil ich runtergefallen bin. Hier vielleicht, ne? Und von hier kommen wir dann so runter. Hier runter. Natürlich, das ist die Innenseite. Wenn jetzt die Tür noch offen ist, dann kommen wir zurück. Dunkelheit, Dunkelheit, alles noch Dunkelheit. Und dann sollte ich theoretisch... Nein, jetzt sind wir hier. Oh, wie. Ah, aber warte, ich habe ein Loch, ne? Was hier los ist, nur 58. Oh, Zuschauer. Fuck. Das ist normal. Wenn ich ein anderes Spiel spiele als Destiny, dann ist die Zuschauerzahl ein bisschen verändert. Aber finde ich nicht tragisch. Weißt du, ich könnte entweder den ganzen Tag lang immer Destiny streamen, um viele Zuschauer zu haben. Und das wäre für mich dann halt ein bisschen scheiße, dann würde ich immer nur das gleiche Spiel spielen. Oder ich bringe ein bisschen Abwechslung rein, für die, die ein bisschen Abwechslung wollen. Auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist. Finde ich nicht schlimm. So, jetzt wieder zurück. Ich habe kein Loch. Doch, ich habe ein Loch. Kommt, kommt. Ich habe den unwiderstehlichen Duft der Blume an mir. Folgt mir. Au. Au. Ich will euch doch nur zu einem neuen Zuhause bringen. Warum tut ihr mir das an? Los. Folgt mir, meine Bienchen. Jetzt weiß ich auch, warum ich die leuchtenden Hände habe. Ich habe die, glaube ich, von ihnen gemopst. Ich glaube, so ist das. So, hier. Euer Zuhause. Lambo, guten Abend. Schoki, willst du hören, hä? Standard bei dir. Was hat mir das jetzt konkret gebracht? Außer den Zeitstempel? Nur den Zeitstempel, ne? Na gut. Immerhin viele Punkte. Warum nicht? Das mit der Sprache, haben wir jetzt gerade rausgefunden, ist doch nicht mehr so wichtig. Ich dachte immer, wir wüssten die Sprache können, damit wir uns hier hin und her porten können. Dabei war es nicht so, dass wir die Sprache können müssen, sondern wir haben einfach zwei Punkte gebraucht, damit wir hin und her porten. Ganz einfach. Die wir ja jetzt momentan haben, ne? Da habe ich besagte Stelle hier erkundet. Du bist wohl Kohlenhydra. Ich spreche kein Hydratisch.
Das ist hilfreich. Das ist hilfreich. Du bist wirklich eine scheiß Hydra, ne? Ach so, natürlich, ich hab die Knarre, hä? Zeig dich. Das Blut ist das Problem, deswegen muss ich hochhopsen. Da waren es nur noch zwei. Zwei kleine Schlangenköpfe kämpften gegen mich. Ich krall mir Blut, ich töte sie, dann war es nur noch eine. Komm, mach was. Muss ich hier zuschlagen oder so? Ah! Jetzt hat sich's verändert. Hey, ich habe aber vorhin fleißig Blut geholt. Das ist Betrug. Betrug! Nein! Ach, Einstein. Wo ist der Kopf? Hier. Ich brenne die Wunde aus. Ein kleiner Schlangenkopf, der war noch übrig. Kanonenkraft, das brauchte ich. Ich lasse das ein bisschen auf Kosten meiner Lebenspunkte hier. Duck, duck. Ich brenn dich aus. Kleine Maus. Das ist wohl die Blutgruppe, die da unten steht, ne? Du willst mir Emotes machen, Paradox? Wenn du gute machen kannst. Hey! Moment mal! Versuch mal bitte deine Zornattacke, mit der du Sphären... Du meinst Türen, mit der ich Türen aufmache? 42 Minuten hatte ich dafür. Es ist keine echte Hydra. Bei einer echten Hydra müssten schon die Köpfe nachwachsen, ja, absolut. Aber das ist keine echte Hydra hier. Die heißt irgendwie Hydrat oder so. Mit Vornamen Kohle. Hydrat. Nein, die heißt wirklich Hydrat. Kohle nicht, aber Kohle. Ich zeig's dir gleich. Der Friedhof der Gefallenen. Das ist unser neues Ziel. Ich hab doch noch viel mehr. Ich habe doch über 1 Million gesammelt, dachte ich. Weil ich so viel gestorben bin, vermutlich. Es zieht mir effektiv was ab. Also, verbotene Bücher. Visionen. Ja, hier.
Wo ist die Hydra? Schloss des Hydrat. TH, das siehst du es. TH geschrieben. Ich weiß nicht, ob das eine echte Hydra ist. Ich glaube nämlich, Hydra schreibt man nicht mit TH, nur mit H. Hydra. Na, nicht mal mit H. Wo ist das elende Ding? Dann bin ich schon dreimal dran vorbei oder so. Ich sehe sie wahrlich nicht. Ah, hier. Der Hydrat. Anzeigen. Der hochintelligente und ehrgeizige Hydrat gehört zu Merlot getreuesten Leutnants. Während Merlots Aufstieg zur Macht kämpfte der Hydrat den Magier und verlor dabei 4 seiner 7 Köpfe. Erschöpft und besiegt bot der Hydrat Melton seine Treue an, da ihm klar wurde, dass ein Kampf bis zu den Tod keine Seite nutzen würde. Als Kommandant über Melons Armee ist der Hydrat einer der wenigen Kreaturen mit dem Privileg, über dem ihm anvertrauten Portring direkt mit seinem Meister kommunizieren zu dürfen. Okay. Das heißt, er hatte ursprünglich mal 7 Köpfe. Jetzt hat er keinen mehr. Wir sparen die Kohle, sparen wir mal.